Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war gerade mal so richtig ein bisschen unterwegs. Ich musste wohin gehen. Ich hatte da so ein Gespräch mit jemandem und bin eigentlich für meine Verhältnisse heute schon mal recht weit gelaufen. Also eine halbe Stunde. Halbe Stunde jemals hin und zurück. Aber ich will jetzt nicht so unbedingt über den Gesundheitszustand wieder reden. Sondern es haben mich einige Leute gefragt, was so aktuell in Jerusalem passiert. So in der Art. Was passiert so aktuell? Also vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Waren Bürgermeisterwahlen, waren Kommunalwahlen, so nennt man das. Und es wurde auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Wobei für den Bürgermeister gab es keine Mehrheit. Deswegen finden, ich glaube es in der nächsten Woche, Stichwahlen statt zwischen 2 Bewerbern. Der eine ist Moshe Leon vom Likud und der andere Ofer Berkovich, der sein eigenes Hit Ore Ruht, auf Deutsch heißt das sowas wie Erwachen, Movement hat. Wobei Ofer Berkovich mit seinen 35 Jahren und einigermaßen gutem Aussehen im Gegensatz zu Moshe Leon, der recht beleibt ist, sagen wir es mal so, könnte man Ofer Berkovich rein äußerlich vielleicht ein paar tolle Chancen einräumen. Aber es darf nicht vergessen werden, dass Ofer Berkovich total links ist, total links eingestellt. Und was jetzt vielleicht alleine gar nicht mal so schlimm klingt, aber er wird finanziell vom New Israel Fund unterstützt. Und der New Israel Fund gehört George Soros. Also man weiß schon alleine daher, woher der Wind weht. Und es will eigentlich niemand so richtig, dass jemand wie George Soros, obwohl er Jude ist, ist er Antisemit. Gibt es auch sowas. Und er hasst Israel wie die Pest. Dass jemand wie George Soros dann hier irgend so eine Marionette hat, der dann auch noch Bürgermeister von Jerusalem ist. Also keiner wollte so vom Likud und überhaupt von den Charedim, sagen wir mal Ultra-Orthodoxe und selbst Nationalreligiöse, niemand wollte mit ihm was zu tun haben. Weil eben er links ist, er religiöse Juden hasst. Und das sagt er auch ganz offen. Also er will schon diverse Leute aus Jerusalem raushaben. Das verheimlicht er nicht. Und das ist auch seit Jahren bekannt. Er ist seit, glaube ich, 10 Jahren im Stadtrat. Und auch Moshe Leon ist bekannt durch seine Stadtrataktivitäten. Also niemand ist hier so neu und kommt ganz neu daher. Man könnte jetzt sagen, ja, da muss man halt Moshe Leon wählen vom Likud. Wobei Moshe Leon hat immer so, es ist genau das, es eigentlich ist es im Prinzip immer dasselbe. Es ist egal, ob es Ofer Berkovich ist, ob es Moshe Leon ist. Jeder hat so seine kleinen Wheelings and Dealings. Jeder macht so rum und will eigentlich nur an die Macht. Die Stadt interessiert dabei weniger. Hauptsache, man macht irgendwelche Deals und Koalitionen und hintenrum, dass man gewählt wird. Genauso wie jetzt Ofer Berkovich. Jetzt schleimt er bei den Charedim rum, bei der ganzen ultraorthodoxen Gemeinde schleimt er rum, bei den Nationalreligiösen und macht Versprechungen. Tritt eigentlich seine ursprünglichen säkulären Wähler in Hintern damit. Aber er will an die Macht. Und auf einmal sind die Religiösen auch gut genug. Also das hier ist so ungefähr diese Stichwahl. Ich glaube, nächste Woche findet sie statt in Jerusalem, wer Bürgermeister wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es echt egal. Mir ist es echt egal. Der eine ist nicht besser, der andere ist nicht besser. Und es bleibt eigentlich alles beim Alten, weil jeder eigentlich nur an die Macht will. Und der Rest ist wurscht. So, das ist so mal ein aktuelles Thema aus Jerusalem. Was gibt es noch? Ich muss mal überlegen, was gibt es noch? Eigentlich ist immer alles beim Alten in der Stadt hier. Alles teuer. In der Stadt ist relativ, also man muss Glück haben, wenn man einen guten Job finden will. Einigermaßen einen Job, von dem man auch seine Rechnung bezahlen kann. Weil es ist gerade total in Mode,
dass viele Unternehmen die Leute einfach, egal jetzt welche Unternehmen, ist egal, dass sie einfach neue Angestellte nicht mehr auf 100% Basis einstellen, also Vollzeit, sondern so plötzlich so auf 80% oder 70%. Da muss man immer aufpassen. Wenn es dann nämlich 80% oder 70% ist, da hat man keinen Anspruch mehr auf den Mindestlohn. Also stündlich vielleicht, aber nicht monatlich. Das heißt, man kann dann einfach mal so eben, 3.800, 4.500 Shekel verdienen. Wobei der Mindestlohn, ich glaube, er liegt bei 5.300 Shekel oder so. Also auf alle Fälle muss man aufpassen bei so einem Arbeitsvertrag, ist egal wo im Land, nicht nur hier in Jerusalem, dass es Vollzeit ist. Denn nur mit Vollzeit habt ihr auch bestimmte Rechte. Mit 80% ist das schon wieder, da kriegt ihr keinen Mindestlohn, also nur Stundenmindestlohn, aber nicht den Monatsmindestlohn. Und da muss man immer aufpassen, da muss man dann immer schauen, ob man davon auch leben kann und seine Rechnungen zahlen kann, weil so ist einfach ist das dann auch nicht. Viele sind halt froh, überhaupt was zu haben und machen dann vielleicht noch was nebenbei. Vielleicht ohne Steuer oder so, weiß ich nicht. Kann sein. Das nur so nebenbei. Dann hat mich jemand gefragt, wie das mit der RAFCAF ist, weil hier gerade Busse da stehen. Ich sitze hier gerade in so einem Park auf dem Weg nach Hause. Wenn ein Tourist nach Israel kommt, was ist eigentlich er? Wie zahlt er jetzt diesen Bus? Weil im März hat das ganze Bussystem umgeschaltet. Ich glaube im ganzen Land, ich weiß nicht. Ich kenne jetzt nur Jerusalem. Man kommt also an, auf dem Flughafen oder so, und kauft sich ein Ticket, ein Busticket nach Jerusalem, funktioniert alles noch so Cash. Und dann steht man in Jerusalem da, und in Jerusalem offiziell wird nur noch diese RAFCAF benutzt, diese Karte. Ja, wo kriegt man die jetzt her als Tourist? Erst einmal muss ich sagen, dass ihr könnt immer noch Cash beim Busfahrer zahlen, wenn ihr jetzt gar nichts habt, aber es ist wesentlich teurer. Eine normale Busfahrt kostet 5 Shekel 90. Das sind in Euro, ich sag jetzt einfach mal 1,50 oder so. 1,50. So in der Art. Also eine Busfahrt kostet normalerweise in eine Richtung 5,90. Und wenn ihr jetzt ein Ticket kauft, ohne RAFCAF beim Busfahrer, weil ihr keine andere Möglichkeit habt, dann zahlt ihr irgendwie so um die 10 Shekel, was dann 2,50 Euro sind. Also es wird dann, ist fast eigentlich der doppelte Preis. Das könnt ihr machen innerhalb Jerusalems, oder ihr könnt vom Busfahrer, ihr könnt den Busfahrer fragen, ob er eine RAFCAF hat. Also ich habe jetzt einige Busfahrer gesehen, die haben da in ihrem, da neben dem Fenster und so, haben die viele RAFCAFs. Ich weiß es nicht, ob es die umsonst gibt, aber ihr könnt dann einfach so eine RAFCAF nehmen und dann könnt ihr die beim Busfahrer aufladen. Könnt ihr von mir aus... Ihr könnt sie nicht beim Busfahrer aufladen. Ihr könnt sie nicht mehr beim Busfahrer aufladen, aber er kann euch zumindest eine geben und den Rest zahlt ihr in Cash. Und in der Innenstadt, leider meistens nur in der Innenstadt, gibt es so, oder am Busbahnhof, da gibt es so Geschäfte, alle möglichen Geschäfte, und das ist so ausgezeichnet, oder eine Bäckerei mal oder so, und die laden euch eure RAFCAF auf. Da könnt ihr dann so viel ihr wollt einzahlen, und dann habt ihr so und so viele, also ich zahle immer so 50 Shekel ein oder sowas, und dann habt ihr so 10 oder 11 Fahrten in eine Richtung jeweils. Also das ist das, was ich jetzt von der RAFCAF weiß. Ich weiß es nicht, wie Touristen das machen. Entweder ihr zahlt in Cash beim Busfahrer und der verlangt dann den doppelten Preis, oder ihr lasst euch eine RAFCAF geben, die ihr dann woanders aufladen müsst. Müsst ihr euch irgendwo ein Geschäft suchen oder bei Cofix in den 5, 6 oder was auch immer Shekel billig. Kaffeehaus ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wo es so Kaffee gibt und sowas, Cofix, schaut nach Cofix, nicht nach Cofis, sondern Cofix, da könnt ihr das dann auch aufladen. Da sagt ihr dann einfach, ihr wollt eure RAFCAF aufladen. Und wenn ihr so nach Tel Aviv fahren wollt oder so, da könnt ihr dann am Busbahnhof oder im Bus auch noch Cash zahlen, soweit es mir bekannt ist. Ist halt ein bisschen blöd mit diesem ganzen neuen System, weil
Normalerweise wäre das wesentlich besser und einfacher auch, wenn irgendwo überall Automaten stehen und man zieht sich wie in Deutschland so eine Einzelfahrt oder irgend sowas oder so eine, weiß ich nicht, so eine Dreitageskarte oder eine Wochenkarte oder so. Aber das gibt's hier nicht. Und an den meisten Bushaltestellen gibt es auch nichts, wo man die RAV-Karte aufladen kann. Entweder man geht meistens in die Innenstadt zum Aufladen irgendwo oder es gibt so komische kleine Automaten bei einigen Bushaltestellen, aber da muss man seine Kreditkarte reintun. Und ich sehe nicht ein, dass wenn ich für den Bus zahle, ich meine Kreditkarte benutze. Das ist irgendwie blöd. Deswegen gehe ich immer in der Innenstadt. Wer da vielleicht Interesse hat, es gibt in diesem Bell Center, da wo die Glocke ist an King George, da wo dieses Glockenspiel ist, da könnt ihr reingehen und da gibt es innen drin, da gibt es irgendwie sowas zum Aufladen. Ist nur für RAV-Karte aufladen. Und da geht das eigentlich recht zügig voran. So, das ist eigentlich alles. Ich weiß nicht, was es sonst noch Aktuelles gibt. Es gibt bestimmt noch einiges, aber es fällt mir jetzt nicht ein. Und ja, ich gehe jetzt erstmal nach Hause zum Frühstück. Und bis zum nächsten Video dann. Übrigens sitze ich hier an der Derre Chevron in so einem Park, falls es jemanden interessiert. Gleich bei mir um die Ecke. Und so schaut es hier aus. Hier muss man immer ein bisschen manchmal aufpassen. Also es gibt hier schon viel spielende Kinder und so aus diesen umliegenden Häusern. Aber es kommen ja auch ziemlich viele Palästinenser lang. Also deswegen, wenn ihr diesen Park findet oder so, ist ja nicht so groß, solltet ihr immer ein bisschen die Augen offen halten. Wie an einigen Plätzen hier in Jerusalem, dass da keiner kommt oder so und euch dämlich anmacht oder was weiß ich. Ja, das war's dann auch schon und bis zum nächsten Video.